Und damit herzlich willkommen zu The Talos Principle 2. Ja, den ersten Teil habe ich damals im Stream gespielt. Der ist leider nicht auf YouTube veröffentlicht worden. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dieses Spiel hier in einer episodenartigen Stil auf YouTube zu spielen. Ich freue mich schon drauf, denn das erste Spiel hat mir damals richtig gut gefallen. Und es ist eins der beliebtesten und besten Puzzle-Spiele, die es, ja, gibt. Ich freue mich damit, mit euch auf diese Reise zu gehen. Und ja, wir schauen mal, was dieses Spiel so zu bieten hat. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Ich hatte stets das Gefühl, dass ein Mensch nur von einem anderen Menschen gerettet werden könnte. Starte Firmware. Firmware funktionstüchtig. Lade autonome Programmparameter. Version 1.08 geladen. Systemüberprüfung genehmigt. Starte Speicherbanken. Starte autonomen Prozess. Bereit. Ja, vielleicht als kurze Info, dieses Spiel, mal abgesehen davon, dass es ein reines Puzzle-Spiel ist, ist auch ein sehr philosophisches Spiel. Deswegen fand ich das auch so sehr faszinierend. Du bist aus dem Dust und du gehst in meinen Garten. Hör jetzt meine Stimme und weiß, dass ich dein Freund bin. Und ich bin called Elohim. Gut, wir starten hier mal direkt rein. Guck mal, was hier so abgeht. Ein Störsender. Damit können wir diese Wand hier stören. Und dann können wir ihn... Können wir ihn hier durchnehmen? Ja, nicht direkt. Können wir ihn ganz nah hier dran platzieren? Ja, wir gehen automatisch da durch. Okay. Dann... Achso, das ist auch einfach nur eine Wand. Das muss gar nicht gestört werden. Wir sind ja noch im Tutorial. So schwer ist es ja noch nicht. Hopp. Den Würfel können wir wahrscheinlich auch nicht hier durchnehmen, oder? Nee, er läuft automatisch da dran. Gut. Ja, man muss ein bisschen ausprobieren. Wenn es übrigens auch genauso ist wie der erste Teil, wird es sehr viele Easter Eggs geben. Das heißt, es lohnt sich eigentlich schon so ein bisschen, sich umzugucken. Eventuell auch ein bisschen auszuprobieren, weil die Spieleentwickler waren sehr aware auf ihre Limitations und Bugs und so. Das heißt, wenn man mal denkt, man hätte sich aus der Map gebuggt oder sonst was, stößt man dann auf einmal auf ein Easter Egg und merkt ja doch eigentlich... ist das kein richtiger Bug gewesen oder zumindest wussten die Spieleentwickler davon. This land is but a dream. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Okay. Machen wir das doch mal. Fangen wir mal hier an. Würfelstufen. So, können wir dann den Würfel hier rausnehmen. Aber wo müssen wir überhaupt hin? Okay, ja gut, wahrscheinlich müssen wir einfach nur hier hoch. Dann kann der hier bleiben. Den setzen wir mal da drauf. Und hopp hopp, ja. Aber der Anfang ist noch relativ einfach. Well done, my child. Hier können wir aber schon diesen Würfel nehmen. Bringt uns das irgendwas? Kommen wir irgendwo hin? Können wir den da unten auch nehmen? Können wir uns irgendwie hinhocken? Third person haben wir? Ja, wir sind ein Roboter. Wollte da nicht runterspringen? Shit! Komm ich jetzt noch an den Würfel da oben dran? Ja, komm ich.
Nur nicht so richtig. So. Ja, ich will erstmal ein bisschen ausprobieren. Gucken, was uns hier was bringt. Ist das Zoom oder hocken wir uns so? Ne, das ist Zoom. Gibt es keine Möglichkeit, sich hinzuhocken? Anscheinend nicht. Ich habe jetzt alle Tasten durch. Gut, können wir den hier irgendwie... Wir scheinen hier nicht viel mitmachen zu können. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you. And this place is only a dream. Ja, ja, ja. Wir können übrigens auch keine Sachen durch diese lila Wände mit durchnehmen, weil ansonsten passiert Folgendes. Upp. Ja. Sehr schade. Sind nur Wände, wo nur wir durch können. Gib mir diesen Würfel. Okay, was haben wir hier so? Wir könnten natürlich wieder einfach Stufen machen. Wahrscheinlich sollten wir den erstmal hier platzieren, um den dann zu nehmen und dann... Aber ich möchte einmal gucken... Komm, geh da drauf. Ob hier drüben irgendwas ist. Ne, hier können wir auch einfach durchlaufen, wenn wir wollen. Das war nicht mein Plan. So. Und dann bauen wir uns eine Treppe. Da solche Steine, die machen mir immer irgendwie Gedanken, könnte man hier den Block draufsetzen, aber wo sollten wir dann hin? Hier noch irgendwas? Es gibt manchmal auch Easter Eggs, wo dann einfach so kleine Puzzleteile irgendwo rumliegen. Aber ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier am Anfang überhaupt schon kommen würden. Würde mich aber auch gleichzeitig nicht wundern. Weil die Sache ist, das hier sieht doch irgendwie aus, als könnte man hier irgendwie so einen Hebel oder so reinpacken. Aber ich glaube, wir haben sonst nirgendwo was, wo wir hin könnten. Naja. So, was haben wir hier so? Hier können wir hoch. Und wir müssen aber da hoch. Kann man auch so durchgucken. So teasing die andere Welt. Okay. Den Würfel können wir nicht nehmen, ohne da... Ja. Aber können wir, wenn wir den hier hinsetzen und den jetzt zum Beispiel hier hinsetzen, können wir da drüber springen? Nein. Können wir den vielleicht einfach nehmen, wenn wir hier oben sind? Ja. Ich darf noch nicht so kompliziert denken. Es ist alles noch Tutorial, es ist erstmal viel zu einfach. Ich verbaue mir da selber einiges. They are symbols of the process by which our people were created. Petrus. Ja, ich glaube, die braucht man, um hier die Türen zu öffnen. Und ich glaube, wahrscheinlich müssen wir erstmal die Tür hier öffnen.
Yes. Ist halt auch so ein bisschen wie The Witness, aber weiterführender. Na komm, setz ab. Ich meine, noch sind die Puzzle halt echt nicht schwer. Aber das wird schon noch. Hier haben wir einen Fan. Mein größter Fan. Und direkt noch einen zweiten. Ja, wir können die allerdings nicht bepowern, so an sich. Aber wir können einen Fan nehmen und ihn auch als, ja, Hebel benutzen. Dann fliegen wir hier hoch. Und dann... holen wir uns das hier runter. Nehmen den Fan mit nach oben. Und fliegen nach ganz oben. Hopp. Very good. Ich bin echt ein bisschen cautious wegen Easter Eggs. Ich sag ja, ich weiß nur nicht, ob die vielleicht auch erst später starten. Hier werde ich einfach rausgeblasen. Ich darf hier gar nicht rein. Was soll das denn? Ui. Was haben wir das hier? Schalter aktivieren. Es hat irgendwas Strom bekommen. Der da. Hat der uns jetzt den Würfel gebracht? War der vorher nicht da? Kann gut sein. Ich check jetzt jeden Busch. Vor allem hier können wir auch so durchgucken. Hier können wir sogar fast drüber springen. So, wir wollen den Laser hier blockieren. So, dass das Ding hier keinen Strom mehr hat und wir hier einfach rüber können. Sind halt überall auch so Nischen und sowas. Das macht einen schon ein wenig suspicious. What? Das habe ich mir jetzt aber gerade nicht eingebildet. Da war was. Wir können das Ding stören. Wir können aber, glaube ich, auch das da vorne stören. Eventuell. Nur die Frage... Ah, ich habe eine Idee. Wir nehmen das und stören das von hier. Dann können wir hoffentlich das von da nehmen und umstellen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber das, was wir machen können, wo ich einfach blindlings dran vorbeigelaufen bin, hier ist ja ein Schalter. Was macht der denn? Macht genau das gleiche. Dann können wir nämlich das Ding da drauf stellen und gleichzeitig sagen, es soll das da stören. Und dann haben wir beides. Beides in einem. Ich gucke in jeder Ecke. Davon kann mich auch keiner abbringen. Ich will Easter Eggs finden. Das Ding stört das. Ist halt nur die Frage, wie wir das da wegbekommen.
Ich glaube, durch die Wände durch. Wandstören? Das ging vorher, glaube ich, nicht. Ja, jetzt geht's aber anscheinend. Das ist sehr gut. Ich weiß gerade nur nicht, was wir jetzt mit dem Ding hier anfangen. Ich meine, wir könnten... Könnten wir. Wir müssen darüber. Und die lila Wände kann man nicht stören. Aber wir können den da stören. Und dann hier rüberkommen. Excellent. Das ist das, was man jetzt rein theoretisch machen könnte. Wäre, wenn wir das hier stören, könnten wir rein theoretisch den hier durchholen. Und das ist so Tricks, mit denen man später arbeiten muss. Jetzt haben wir nämlich beide hier auf der Seite. Das bringt uns jetzt gerade nicht viel. Aber das ist nur schon mal so ein Vorgeschmack von dem, was möglich ist. Früher konnte man übrigens auch auf die Dinger draufspringen. Geht jetzt anscheinend nicht mehr. So, letztes Level, der gelben Level. Okay. Wir brauchen das Ding hier anscheinend. Damit wir die Würfel hier erstmal rausholen können. Blub, blub. Jetzt kannst du wieder Ventilator sein. So, den zweiten Würfel brauchen wir bestimmt auch. Wofür weiß ich noch nicht. Achso, ich sehe schon. Okay. Wir müssen den hier erstmal runter machen. Dann da drauf springen. Dann aktivieren. Und dann können wir hier rüber springen. Tada! Können wir da drüber? Kann ich den greifen? Komme ich da nah genug dran? Ja. So. Frage ist, wenn wir den jetzt hier absetzen. Der rutscht ja runter, vor allem, weil wir... Verdammt. Das könnte funktionieren eventuell. Wenn wir uns direkt so hinstellen. Ich suche Glitches und Bugs. Ich suche alles, was ich finden kann. Na gut, ich kann nur hier drauf springen. Das bringt mir nichts. Ich frage mich, ob das geht, wenn wir hier nicht so ganz auf der Kante stehen. Anscheinend nicht, weil wir den Würfel dann nicht mehr absetzen können. Ach, naja. Kommen wir hier sonst noch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Aber ich sage ja, wahrscheinlich ist es sowieso zu früh für Easter Eggs. Ich will zumindest hoffen. Hierfür brauche ich die gelben. Wurde ich gerade gesagt, dass ich die roten dafür brauche? Oder war das? Ach nee, das war da in der Mitte. Gut, dann machen wir das halt hier. Das mache ich mal mit der Maus. Das ist, glaube ich, schneller. Ja, so funktioniert das schon mal nicht. Aber so. Zack. I am proud of all my children. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there, your brothers and sisters await you to celebrate your birth. Vielleicht ein kleiner Spoiler zum ersten Game, weil ich meine, gut, ich weiß nicht, wie viele Leute das Spiel hier gucken, die nicht den ersten Teil schon gesehen haben.
oder wie viele Leute diesen hier ohne den ersten Teil gespielt zu haben spoilerfrei spielen wollen. Aber für die Leute, die überhaupt keine Spoiler auch nicht vom ersten Teil haben wollen, von dem zweiten kenne ich logischerweise keine, skippt mal bitte so eine Minute vor. Und Spoiler geht los. Also, beim ersten Teil war das auch so, wir sind irgendwie, ich meine, klar, wir sind ja ein Roboter. Aber wir sind im Endeffekt auch Menschen, die irgendwie hochgeladen worden sind. Und dieser Gott, der zu uns spricht, ist irgendwie so eine AI, die irgendwie den besten menschlichen Verstand kreieren soll, um zu gucken, ob die Menschen wiedergeboren werden sollen oder nicht, ob die schon bereit dafür sind. Irgendwie sowas. Alles sehr philosophisch. Also derjenige, der nach Gott klingt, ist irgendwie Gott, aber irgendwie auch nicht. Und alles ist aber auch irgendwie Menschen geschaffen, weil die kurz vorm Aussterben standen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das in den zweiten Teil reinspielt. Aber wir werden sehen. Gut, hier ist der Spoiler auch wieder vorbei. Wenn ich eigentlich das Blockal... Ja, ich kann es selber blockieren. Das ist Signal, nicht Blockal. What the fuck. Gut, wir müssen es wahrscheinlich da drauf aimen. Alles abwählen. Ne, warte mal, ich möchte das da... Alle, ich möchte erstmal abwählen. Ich möchte alles abwählen, weil... Ah, okay. So. Ich möchte das hier auswählen. Und dann... Aber das brauchen wir noch einen dritten für. Oder kann ich... Ich kann hier durchschießen, okay. Aber dann brauche ich eventuell gar nicht das zweite. Ich kann da nicht durchschießen. Interesting. Na gut, aber wir können es auch einfach hier hinsetzen. Das wird es wahrscheinlich sein. So, dann bringen wir es hier rüber. Nehmen das. Das. Und zack. Haben wir das nächste Teil. Prismenbeugung. Ja, es sind alles so Tutorial-Level, erstmal um verschiedene Elemente kennenzulernen. Okay, erstmal erkunden, was wir hier alles haben. Also wir können gerade hier hin. Wenn ich den hier wegmache, geht alles aus. Aber wir können hier rein theoretisch bestimmt irgendwie das Ding da oben auswählen. Und dann können wir trotzdem, glaube ich, alle auswählen. Wenn wir es ungefähr hier so platzieren. Ach, warte mal, ich habe die jetzt alle abgewählt, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, so ist aber gut. Dann geht das Tor auf. So, was haben wir hier so? Hier haben wir einen anderen Laser. Ich gehe mal davon aus, dass es rot, auch wenn er pink aussieht.
und die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Was hier ja schon ein bisschen problematisch ist. Aber wir gucken erstmal, was wir hier haben. Hier haben wir nämlich noch ein Ding. Und damit können wir das, glaube ich, lösen. Indem wir nämlich einfach das hier hinsetzen. Und damit markieren. Oder? Ja, Sekunde, ich muss mal gucken. Also das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Blau, blau. Du sollst eigentlich nicht mehr ausgewählt sein. Und du? Kommst hier rüber. Und dich fahren wir dann außen rum. Nein! Das Ding da. So. Zack. Das dritte rote Teil. Two more to go. Zwei Farben, zwei Türen. Hier auf jeden Fall erstmal noch einen Laser-Weiterleiter. Sammeln wir erstmal alle Sachen. Wir haben eine Kiste. Der rote Strahl muss hier drauf leuchten, ansonsten geht das aus und wir haben keinen blauen Strahl. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen das anleuchten. Das. Also machen wir das erstmal hier weg. Ja. Wir können die halt da draufstellen und ich denke mal, darum wird es gehen. Dass wir halt über den Laser drüber leuchten. Das heißt, das muss ja sowieso auf jeden Fall alles ausgewählt werden. Und dann geht es wahrscheinlich darum, das so auszuwählen. Und so. Und dann gucken, wo wir das platzieren, dass es auch dahin kommt. Ja, fast. Warum sind die beiden miteinander verbunden? Was ist das hier? Der Kampf der Laser. So geht's doch, oder? Das sieht doch gut aus. Gut, nächstes. Letztes der roten. Und letztes Tutorial-Level. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Der Schalter gibt Energie dazu. Okay. Das heißt, wir müssen die Kiste da draufsetzen. Wir müssen sagen, das und das. Setzen das da drauf. Und legen den Hebel um. War das schon alles? Ja. Ich sag ja, Tutorial Level. Thank you, child. I have Kein Problem. Finished preparing your vessel. Now hear my advice. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I in my garden could never have imagined. In that world you will have to be careful and smart and curious. But above all else, you will have to be human.
menschlich. Was auch immer das bedeutet. Ein QR-Code. Do not be afraid of these dream figures and their messages. They are merely aspects of yourself. As am I, after a fashion. Was auch geschieht, es betrifft uns alle. Diese QR-Codes kann man übrigens auch mit dem Handy wirklich scannen und es öffnet sich aber nur ein Textfenster, wo wirklich das steht, was auch da steht. Es gibt manchmal Secret QR-Codes. Aber grundsätzlich sind es halt wirklich einfach nur diese Textzeilen, die da stehen. Step into the light, child. Gleich. Mal gucken, ob hier irgendwo Easter Eggs sind. Jetzt könnte es losgehen. Wir haben den ersten QR-Code gefunden. Wow, wow, wow. Aber ich sehe hier nichts. Na gut, ab in das Licht. 1-0-0-0-1-1-0. Finish the calibration process. Ja, ich würde mal sagen, das ist das Tutorial. Remember to stay hydrated. Ah, you're awake. Welcome Hi. To the world of the living. Ich lebe! Indeed you are. And I'm glad to see you're so enthusiastic about existence. But I suspect you're also more than a little confused. Don't worry, everyone is confused at first. You see, we all start out without a full knowledge of our own history. So we have the freedom to form our own opinions. Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Ja, ich kann doch nichts anderes auswählen. Of course. You want the short version or the long version? Ich will alles bis ins unerträgliche Detail wissen. Sorry für Leute, die es nicht interessiert, aber mich interessiert es echt. You asked for it. A long time ago, our ancestors dominated this planet. We call ourselves human, like they did, but they were organic. They built an advanced technological civilization. But unfortunately, their impact on the ecosphere caused changes in the climate. And an extremely contagious virus was released from the permafrost. So viel zu dem Thema Spoiler. Also ja gut, da läuft dann halt das, die Geschichte vom ersten Teil zusammen. Das ist im Endeffekt das, was ich auch gerade in der Kurzfassung erzählt habe. Hatten sie nicht auch eine moderne Medizin? Why weren't they more prepared? Why did they invest so many resources into making war and so few into useful research? It's hard to understand. But no matter the reason, in the end, they simply ran out of time. Woher kommen wir dann? A team led by a scientist, Alexandra Drennan, began a project that was intended to create a new humanity. But knowing that there wasn't enough time, Drennan initiated a process, a series of iterations inside a simulation that would lead to the emergence of true artificial intelligence. That's why we remember Drennan as the progenitor. The simulation was controlled by Elohim, who wasn't really meant to be intelligent in the proper sense of the word. But it all took much longer than anyone had expected. And over the centuries, Elohim actually became sentient. Sentient and afraid. He didn't want the simulation to end, so he tried to cheat. I feel sorry for him, really. The whole simulation was built around learning to defy him. It must have been hard to be in that position. Er wirkte ganz okay, als er in meinen Träumen zu mir sprach. When the simulation was completed, he became part of all of us. And it really changed him. It freed him, I think. You'll always hear him in sleep mode.
taking care of you. That's what he is, after all. A caretaker. War sonst noch jemand in der Simulation? Yes, there was Milton, the intelligence in charge of the archive, a project initiated by Arkady Chernyshevsky, which was meant to collect all of humankind's knowledge. His story is a lot like Elohim's, but Milton became the ultimate cynic. They say he's part of us too, in some way. Ja, ich erinnere mich. Es ist schon lange her, dass ich den ersten Teil gespielt habe, aber so langsam kommt alles zurück, wo ich das höre. Und die Simulation hat uns erschaffen? It did. Long after our ancestors died out, the first new human was born. We call her the Founder, although the name she took was Athena. She then woke up Cornelius and Eustathius. Together, using the tools left behind by the progenitor's team, they created 10 more humans. These 12 who followed the Founder are known as the First Companions. Athena and the First Companions then set out to rebuild the world, and they founded the city of New Jerusalem. But then one day, she suddenly disappeared. Many still await her return. Und wo passe ich da hinein? Before the Founder vanished, she set a goal for this city. We call it The Goal. Capital G. Creative. To make 1,000 new humans, and so complete New Jerusalem. Well, that's the official story, the way the mayor tells it. Was ist die inoffizielle Version? Some of the first companions, like Byron, don't believe that Athena really wanted us to stop growing. They think her ideas have been twisted and embellished. Und was glaubst du? They may be right, but I didn't see Athena very much in the years before she left. Maybe actually leaving the simulation and seeing the destruction left behind by our ancestors changed her mind. Danke, das war sehr informativ. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask them. When you're done, head outside. They're waiting for you. Your birth is quite the event. Erzähl mir von dir. Me? Well, as you can tell by my number, I'm quite old. I wasn't one of the first companions, but I did know Athena personally. She and Cornelius taught me a lot. Although I suppose I've made a few improvements here and there since those days, we didn't have a lot to work with in the beginning. Wird es noch mehr Menschen nach mir geben? You've only just been born, and already you step right into a major controversy. The goal, as most people understand it, was fulfilled the moment you were born. Now New Jerusalem is complete, and we can live in balance, without damaging the world like our ancestors did. That's the orthodox view, I suppose, but there are many who disagree. You'll have to figure out where you stand for yourself. Ja, das ist sowieso problematisch, wenn alle Menschen so robotertechnisch sind, also potenziell unsterblich. Dann kann es ja auch keine neuen Menschen direkt geben, aber das ist auch irgendwie, ja, keine Ahnung, schwierig. Ja, warte, bin ich unsterblich? You won't age like our ancestors did, but of course there is always some wear and tear. You should probably schedule a checkup every decade or so. Oh, and be a bit careful with water. You won't die if it rains or anything, but we're running low on insulation material. I wouldn't go swimming if I were you. Ja gut, aber rein theoretisch kann man ja alle Parts austauschen an einer Maschine, also dementsprechend, solange die Software intakt bleibt. Was wirst du jetzt tun, wo dein Job überflüssig ist? I haven't really thought about it. This is all I've done for the last few centuries, and I like doing it. I guess for now I'll just take a break and we'll see what happens.
Ich bin aufbruchbereit. Oh, one more thing. Like all citizens of New Jerusalem, you have access to the interface, which you can use to read the news, chat to your fellow citizens, and so on. It's a crucial tool, and modular too. You can easily add new functions. Just don't subscribe to too many newsletters at once. Nice. PDA öffnen. Feiertag zum Tag der Vollendung. Social Media von New Jerusalem. Willkommen. Bitte macht euch mit den folgenden Regeln vertraut. Jeder hat mit Respekt behandelt zu werden, unabhängig von der Nummer. Der Name der Gründerin soll nicht missbraucht werden. Die Prinzipien des Ziels sind zu respektieren. Die Diskussion sind Frösche, Menschen ist jetzt verboten. What the fuck? Inaktive Themen werden archiviert. Bei Problemen bitte die Moderatoren anpingen. Jeremy 832, Niam 11 und Aronax 430. Ja, ich glaube, da gab es irgendwie eine Diskussion im ersten Teil. Also Diskussion in Anführungszeichen. Man findet halt viele QR-Codes, die irgendwie so andere Spieler repräsentieren sollen. Aber eigentlich sind es halt, also... Es wirkt halt so wie Leute, die vor dir da waren, weil es ja auch storytechnisch Sinn ergibt. Aber eigentlich ist es halt... Also es ist ja ein reines Singleplayer-Game. Ich glaube, es gibt hier keinen wirklichen Einfluss auf die Außenwelt. Also zumindest gab es das im ersten Teil nicht. Wie es im zweiten Teil ist, keine Ahnung. Ah, hier haben wir das Protokoll. Gut. Dann schauen wir uns auch mal die City an. This should be interesting. At least give him a chance. Dear citizens of New Jerusalem, many years ago, when the founder stepped forth from the simulation, this was a land of ruins. Our ancestors, in their hubris, undermined the natural foundations on which their world had been built. Because of their arrogance, our species found itself on the brink of annihilation. The Founder aimed to set us on a new course. You never even met the Founder. Her vision was of a city, a new civilization that would know its limits. It would not repeat the mistakes of the past, nor impose its will on this earth. To that end, she set the great goal we have been striving towards. 1,000 new humans. And today we have... Oh dear, what's that? Virus? What the fuck? People of New Jerusalem, I am Prometheus, and I will reveal that which was hidden. The flame has awoken and summons you. Who is brave enough to answer its call? We await you upon our island where... Curse you, Pandora. You will not chain me again. Oh, look. Schöne neue Welt. Holy shit. Was geht hier ab? I told you we should have investigated those energy readings. And I told him there's something up with those structures. The mayor's just being cautious. This isn't caution, it's stagnation. Exploration? Too dangerous. Expansion? Too dangerous. We barely even scavenge anymore.
You call it stagnation, I call it balance. And I call you an idiot. Here's a thought. Try to be a little more diplomatic when you talk to the mayor. See what I'm working with here, 1K? I'm gonna need a fresh pair of eyes on this expedition. Someone who hasn't spent several centuries hearing about the goal and the founder and all that nonsense. If you're up for an adventure, meet us at the conference room. Okay. Weiß ich, wo der ist? Weiß ich überhaupt irgendwie alles? Keine Ahnung. Das ist so merkwürdig. Die gehen einfach davon aus, dass ich irgendwie alles weiß, aber dann müsste ich doch eigentlich keine Fragen stellen müssen. Keine Ahnung, es ist komisch. Nimm am Briefing teil. Die anderen sind auf der anderen Seite ausgestiegen. What's broken now? Ja. Alles. Okay. Sieht ja schon ein bisschen nach Utopia aus, ne? Listen up. I know you're all having fun down there, but the grid is overloaded again, so maybe you could switch off your personal consoles or your lawnmowers or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way to start life in the city, huh? 1000 Leuten. Jiffy. These bloody language libraries. Okay. Bei 1000 Leuten müsste ja auch irgendwie jeder jeden kennen, oder? Also zumindest flüchtig. Hey. Hey, hold on there. You're the newbie, aren't ya? Number 1000. I figured the dam would go dry before we reached the goal. The 666. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines, which so much resemble their long extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Ich glaube nicht an Gefühle, ich bin nur eine Maschine. Ich fühle mich hungrig. Ich weiß nicht, können wir essen? Spüren wir uns hungrig? Neugierig, aufgeregt? Also wenn ich das jetzt ernst beantworten müsste, würde ich wahrscheinlich neugierig oder aufgeregt bezeichnet, aber also hungrig wäre eine lustige Antwort, aber ja, wir sagen mal neugierig. Worauf? Also, das sind keine Antworten, die ich jetzt geben würde, allgemein. Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Now listen. The
this meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Okay, ich möchte diese Leute kennenlernen. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Ja, sie wird wahrscheinlich wie so ein bisschen der Teufel sein. Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Welcome. Do please join us at the table. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Kann mir jemand sagen, was vor sich geht? Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ich finde das ziemlich faszinierend. Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Das ist ein Geheimnis, das es zu untersuchen gilt. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut, as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Bin dabei. Excellent. Oh, this is gonna be fun. Ich mag Can Nummer 7. Come decide on the landing pad when you're ready. Before you set up so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Klar. Have a look around. See what you make of the place. Gut. Aber ich glaube, das reicht auch erstmal für eine erste Folge. Wunderschönes Gemälde hier. Weil ich glaube, die Stadt zu erkunden wird ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das machen wir auf jeden Fall. Komm hier auch ein. Hier ist zu. Können wir die Tür irgendwie aufmachen? Ja. Also das Spiel nimmt auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Kehrtwende als das erste. Das erste war halt wirklich eher so in dem Stil, wie wir es in dem Tutorial gesehen haben. Und ist davon eigentlich auch nicht groß abgewichen, außer dass man natürlich immer mehr Story-Informationen bekommen hat. Und das hier hat jetzt richtig mit den anderen Leuten und so eine, ja, eine richtige Story. Also hatte das andere auch, aber nicht so on the nose. Gut. Also machen wir hier erstmal wieder Pause. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge von The Talos Principle 2 genauso gefallen wie mir. Ich bin auf jeden Fall mega hyped, noch mehr von diesem Spiel zu spielen. Und davon wird auf jeden Fall in Zukunft mehr auch noch kommen. Und ja, bis dahin bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht
oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei The Talos Principle 2. Bis dahin, bye bye.